Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play 415 Karrieremodus mit Mainz 05. Ja, das letzte Spiel haben wir deutlich gewonnen mit 4:0. Ja, das war mal wieder ein gutes Spiel, das hat mir Spaß gemacht. Und da folgt ja auch schon die nächste Aufgabe. Und zwar geht es international gegen den FC Barcelona. Yeah, Gruppenphase Champions League. Wäre schön, wenn wir das gewinnen könnten. Also ich würde mich da echt freuen. Und das wäre auch mal so ein ja, da sehen wir mal wirklich, wo wir eigentlich sind, weil das ist ein Spitzenspiel quasi. Also für uns, wir wissen ja nicht, ob Barcelona uns einfach richtig abfertigt. Für die ist es wahrscheinlich ein Spiel wie jedes andere, weil die wissen, ne? Also da sind Weltklasse-Leute. Und bei uns natürlich noch nicht. Bei uns sind die Talente, die müssen sich noch erst entwickeln. Aber haben natürlich alle Potenzial, so ist es nicht. Aber wir spielen zu Hause, das heißt, wir haben auf jeden Fall mal eine bessere Chance, als wenn wir es auswärts angehen würden. Ja, alles klar. Nationaltrainer-Aufhörde brauche ich nicht. Aber das wisst ihr doch auch. Schauen wir einmal mal wieder auf die Mannschaft. Da sind jetzt einige Leute angeschlagen, weil es ja mitten in der Woche ist. Da gucken wir mal einfach. Das hätten wir vielleicht anders lösen sollen, dass wir erst andere Leute bringen. Ich nehme hier mal Bell raus, dass wir Tao und Brooks spielen lassen. So wie das auch eigentlich sein sollte. Zimling hat eine aufsteigende Form. Den könnte ich für Thielemans bringen. Vorne die Stimme, den muss ich so lassen, weil ein Schein ist kein Ersatz gerade. Vielleicht hole ich mir da noch einen vierten Mann, den ich variabel einsetzen kann. Ja, aber ansonsten kann ich das erstmal so lassen. Der Rest wird gewechselt. So wie es halt so üblich ist. Goretzka bringe ich vielleicht noch mit. Stimmt, den hätte ich fast vergessen. Da. Goretzka. Vielleicht mal für den Herrn Soto. Ja, so mache ich das. Und dann passt das auch für mich. Ja, möchte ich abspeichern. Vielen Dank, fertig. Alles klar, gehen wir zur Zentrale. Und ja, wir sehen uns dann gleich im Spiel, wenn es das heißt dann Mainz 05 gegen den FC Barcelona. Da sind wir im Stadion. Herzlich willkommen bei Mainz 05 gegen den FC Barcelona. Wir sind in der Champions League Gruppenphase. Und zwar ist das unser zweites Spiel. Wir freuen uns alle sehr auf dieses Spiel. Leiter der Partie ist Grant Linden aus England. Ich hoffe, du verfolgst mich nicht so. Ich spiele ein bisschen offensiver, auch wenn ich weiß, dass ich da Gefahr gehe, in gefährliche Konter zu laufen. Gefahr in gefährlich. Ja, finde ich auch gut. Ihr habt es auch gehört, ich auch. Aber das ist halt so. Man muss ein paar Risiken eingehen, gerade wenn man zu Hause ist. Nicht den großen FC Barcelona hier, ne? Irgendwie zu groß reden. Oh, oh, wow. Jetzt zieh ich hier echt davon. Und der geht nicht rein. Super gehalten von Bravo. Ich hätte vielleicht abgeben sollen, aber ich wollte mir diese eine Torchance, die ich habe vielleicht nicht so viele, wollte ich mir nicht verbauen. Und Fallrückzieher, komm. Oh. Und Randa. Messi läuft da wieder durch. Messi läuft da grandios durch. Und weiter schicken. Nein, 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 nein. Das war nicht mit Absicht. Oh Gott, jetzt ist hier Messi wieder da am Ball. Aber wieder ins Ausgeklärt von mir. Ja, Busetski, hast du sehr gut gemacht. Kannst du bitte nochmal machen? Oh. Aber nicht vernaschen lassen, das habe ich doch extra gesagt. Diesmal nicht. Oh. Ah! Nein, 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 jetzt ist er durch. Jetzt ist er durch. Eckball. Abstoß. Da habe ich ihn so gestört, dass ich ihn angeschossen habe und dass er dann jetzt ausging. Sehr gut. Ach, gar nichts hier. Ich bin einfach nur gegengelaufen. Na. Sehr gut. Ah! Falsch schon gepasst. Nochmal. Oh, krieg ich ja. Den wollte ich haben. Oh, krieg ich nicht gleich. Ah, wen haben wir? Salba? Nein, 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 nein. Das war bitte außerhalb. Alter Schwede. Dafür hat es fast 11 Meter gegeben. Aber die lösen das auch nicht so gut hier. Wenn sie ein Tor draus machen, klar, dann war's cool. Aber sieht nicht so aus. Okay. Und ein weiter.
Sehr gut gelöst von mir. Oh, ich komme nicht aus dem Tritt. Ich komme nicht aus dem Tritt. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Ich habe nicht viele Chancen. Und dann komme ich da nicht aus dem Tritt. Oh, und dann kommt er auch wieder vor mir ran. Das ist doch so bezeichnend hier gerade. Weiter geht's. Ah, wen haben wir denn da? Ist gerade Alves am Ball. Jetzt war es auf jeden Fall Iniesta, glaube ich, Messi. Und ich komme nicht ran. Nicht weg. Nein. Eckball. Rakitic würde ihn ausführen. Einfach wegköpfen. Bitte irgendwie mal einen Konter oder so einleiten. Nein. Okay, nein. Zumindest weit genug weg. Erstmal fürs Erste. Erstmal fürs Erste. Mann, ey, was rede ich hier mir ein? Nur weil ich gegen den FC Bar... Oh, alter Schwede, ey. Alter Ibrahimovic. Oh, noch eine Ecke. Leute, ihr seht, es war schon ganz gut, dass ich vorhin mal abgezogen habe, ne? Mal die Torschance vorhin gesucht habe, weil... Alter, was ist denn mit Capino hier los? Der ist total unsicher. Das hatte ich in allen anderen Partien nicht so. Ja, am Anfang mal. Aber das ist ja, ne? So, laufen wir hier nach vorne. Alles klar. Hier auch nochmal nach oben passen. Zurück. Ich muss ja ein bisschen hier, ne? Mal das Feld dominieren. Ein bisschen kontrollieren. Und jetzt Pausen durch. Kein Abseits, kein Abseits. Und bitte mach ihn. Er macht ihn. 1-0. Jawohl. Oh, das war aber haarscharf, nicht im Abseits. Und ich habe auch gedacht, er hat ihn wieder zu weit vorgelegt. Aber Pausen macht ihn endlich mal. Dafür habe ich dich geholt. Ne? Und dann schön flach außen noch vorbei. Sehr gut, 1-0 für mich. In der 41. Spielminute ist das Ganze passiert. Oh, oh, oh. Genau, ruhig wieder. Erst mal Ball gewinnen. Alles klar. Und da ist er durch. Oh, darf er nicht. In die Hand nehmen, würde ich sagen. Oh, das gibt's gar nicht. Warum wechselt er den Spieler? Oh, FIFA. Meine Güte, ey. Ehrlich. Da wollte ich gerade schon wieder zu viel. Ihr habt es gesehen, ich bin ein bisschen angespannt, ne? Es geht gegen den FC Barcelona, das ist mal was ganz anderes. Oh, Alter, ey. Und die Devise? Die Devise sollte ja lauten, kein Gegentor kassieren. Die Chancen, die man hat, die will ihn nutzen. Und das werden wahrscheinlich dann höchstwahrscheinlich nur Konter sein. Oh, hier ist er ausgepault. Den Pausen müsste ich mal runternehmen, auch wenn er ein Tor geschossen hat, aber der ist so ausgepowert. Da würde ich mal, ich würde wirklich mal den Schein bringen, ja. Und Kuh sieht da auch ziemlich ausgepowert aus. Da müsste ich mal den Thielemanns bringen. Okay. Aber ansonsten läuft das ziemlich gut. Das ist okay. Ja, ich weiß. Weiter geht das hier, wo ist die Stimmung? Ah, wollte ich natürlich schön tanzen. Gleich mal wieder Ballverlust, egal. Ich spiele sowieso lieber auf Konter. Von daher ist das alles okay. Alles zu verscherzen. Alles zu verkraften. Oh, Schmerzen, nicht scherzen. Oh, mach ihn. Oh, Sonnenschuss. Ich habe voll durchgedrückt. Mann. Okay. Verscherzen. Verschmerzen natürlich. Ne? Das ist. Klar, habe ich. Oh Gott, das wäre so cool gekommen, aber mein Bashahin, der es nicht erkannt hatte, rechtzeitig, was ich vorhatte. Oh, dickes Foul. Also, hallo, Herr Prey, jetzt kriegst du aber gelb. Neymar. Das kannst du auch mal so hinnehmen, du. Jawohl, gibt es gelb für Neymar. Spiel ich wen an? Hier habe ich auch gesehen, kann ich ihn kurz anspielen. Sehr gut. Oh, alter Schwede, ey. Da geht ja gar nichts. Da wollte ich schon den Torwart rausholen, weil ich gesehen habe, dass er vielleicht hier... Da, ja, der war abseits, oder?
Werde hier. Ja, da habe ich noch gesehen, war abseits. Ja, Messi, der muss auch nicht so doof gucken. Das war definitiv abseits. Ja, komm mir entgegen. Nicht gut. Lauf weiter. Och, Embolo, ey. Und mach. Oh! Jetzt wollte ich mit Embolo selber machen, ne? Wie läuft's gerade? Oh, warum ist da keiner? Warum ist hier keiner aufgerückt? Ah! Mitlaufen, mitlaufen. Einfach mitlaufen. Vielleicht muss ich mal ein taktisches Foul jetzt bringen. Nein, alles gut. Und jetzt ist er. Ah, Mann, ich wusste nicht, wo lang. Ich wusste echt nicht, wo lang es war. Geh da ran. Geh da einfach nur ran. Aber mach was mit ihm. So, den habe ich doch hier. Nein, habe ich nicht, habe ich nicht, habe ich nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wegköpfen. Sehr gut. Oh, ey, so einen Pass kann man doch gar nicht bringen. Oh, oh, oh. Ecke. Alter Mann, Junge, ey. Geht hier voll ab. Da habe ich Piqué gesehen, der muss gestört werden. Nein, nicht so gestört werden, dass. Oh, okay. Embolo, Embolo, Embolo. Oh, ich dachte, du spielst den Pass nach hinten jetzt. Aber Capino hat ihn ja ganz sicher. Na, da kennt er nix. Ach, da wurde ich zu viel. Weiter, 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 weiter. Kann er den Pass nicht spielen? Da wäre ich hingegrätscht. Oh, ey. Ja, diese Pässe. Ihr müsst jetzt hier nicht nervös sein, meine Spieler. Wir sind in Führung. Wir sind in Führung. Freut euch doch. Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Seht ihr? So spielt man das. Ganz clever. Aus. Ach, wieso? Warum geht da der Thielemanns? Was? Thielemanns? Ich glaube ja. Oh! Thielemanns ist ja die 23, Kischner die 24, dann habe ich es jetzt auch. Sie wäre verletzt, die Kamera war gerade ganz komisch. Oh nein, ich sehe es kommen. Ich sehe es kommen. Ich sehe es jetzt kommen. Oh! Nein, nein, nein. Nochmal. Oh, der ist verletzt, ja. Aber er kann es jetzt nicht. Geh nochmal weg hier. Abseits. Huh. Vielleicht nochmal ein bisschen Zeit runternehmen. Soll ich auch nochmal eine Auswechslung machen? Ich mache auch nochmal eine Auswechslung. Zeit runter. Eine kann ich, glaube ich, noch, ne? Komm, hier. Einfach mal. Ich bringe nochmal einen Verteidiger rein. So einen frischen Verteidiger. Für Tar. Und dann passt es auch. Lass ja noch ein bisschen Zeit dabei. Ne? Fühlt gut. 1-0. Jawoll! Und dann muss ich mir auch hier eigentlich mal quer durchhauen. Schön lang. Ja, was willst du machen hier, Bravo, hä? Warum spielt eigentlich Testing? Ich meine, ihr seid hier gerade international. Nur in der Liga spielst du. Ach nee, Pokal spielt. Ja, ich bin nicht sicher. Nee! Das Ding spielt aber auch in der Champions League. Naja, habt ihr noch nicht so Fehler nicht, ne? Was mach ich jetzt? Ich spiele kurz. Jawoll! Und da ist der Schlusspfiff. Wir gewinnen gegen den FC Barcelona mit 1-0. Ja! Ja, 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 ja! Sehr, 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 sehr gut. Das freut mich. Ich will gar nicht wissen, wie die Statistik hier ist. Oh, wir haben aber eindeutig auch mehr Schüsse, aber klar, Ballbesitz Barcelona. Wundert mich nicht, dass das nicht bei 70% oder so ist, weil das ist ja eigentlich immer so. Weiter geht das. Wir können ja, oh, Dortmund hat auch gewonnen, das freut mich. Schalke 1-1. Real Madrid gewinnt. PSG gewinnt. Spieler verletzt. Grimaldo wird für 2 Wochen ausfallen, das ist okay, aber dich konnte ich auch nicht, auswechseln.
Das war okay. Wir können aber einfach mal noch in die Tabellen und so reingucken. Schauen wir mal rein. Tabelle. Also, wir sind ja Zweiter hinter den FC Bayern. Und gegen die spielen wir jetzt. Das heißt, Spitzenspiel für uns. Da, wenn wir da gewinnen, dann sind wir auf jeden Fall mal wieder Erster. Würde ich sagen, ja, machen wir mal, ne? Lass mal gewinnen. Hier, Pokal sehen wir noch nichts weiter. Aufstiegsspiel natürlich auch nicht. Können wir sehen, wie es in Europa hier läuft? Da. Also, Bayern da vorne. Ich will mal unsere Gruppe sehen. Dortmund da vorne. Schalke auf Rang 2. Das reicht ja für Schalke, um weiterzukommen. Das wäre schön. Und hier sind wir Mainzer auf Platz 1. Mailand und Moskau haben unentschieden gespielt. Okay. Wollen wir mal. Oh, Teamstatistik haben wir hier auch. Gucken wir mal bei uns Mainzern hier. Was haben wir denn hier? Oh je, wollen wir mal Tore hier sortieren? Einmal nach Tore sortieren. Also Embolo hat die meisten Tore für uns geschossen. Hey, 6 Stück. Danach kommt Kuh. Dann ist erstmal nicht mehr so viel los, ne? Hier so ein Paulsen hat auch 6 Einsätze, aber noch kein Tor. Das ist nicht so schön. Das kann ja nur noch besser werden. Ja, aber Embolo direkt da vorne, das ist echt gut. Aber wir haben gesehen, Paulsen ist auch international zu vielem fähig. Aber mal nach den Vorlagen gucken. Da verhält sich das Ganze ähnlich. Bolo macht viele Vorlagen. Den dürfen wir einfach nicht abgeben. Das ist ein sehr, sehr guter Spieler. Ja, das wäre es erstmal damit gewesen. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Ne? Wir haben Champions League auf jeden Fall gut wieder gerockt. Gegen Barcelona. Und ansonsten heißt es Bude bei den Bären. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.